wunderschönen guten Morgen zurück wieder auf unserem Kanal Lohnunternehmen SABD. Liebe Zuschauer, wir hatten gestern schon angefangen, da hatten wir nur diesen Bereich hier. Jetzt habe ich den Grundgerüst komplett fertig. Hier, was ihr jetzt hier seht, hier kommt noch eine Scheibe rein. Hier sind noch Löcher, also hier kommen die in Tiefen über Scheiben rein. Aber das Grundgerüst ist soweit fertig. Hier haben wir schon mal die Werbeschilder, die natürlich auch noch gemacht werden müssen. Hier ein Werbeschild. Hier kommt noch eine Tür rein. Und hier haben wir schon mal unser WC für die Gäste. Schon mal ein Schild soweit eingebaut, was auch gemacht wird. Weil das wird eine Eingangshalle. Und dann geht man hier die Treppe hoch. Was wir jetzt schon gemacht haben, achso, wir müssen jetzt weiter. Ihr seht hier eine Durchfahrt, auch hier der hintere Teil ist soweit fertig. Hier kann man dann rein theoretisch, wie hier was ein Bauhof ja auch hat. Jedenfalls ist es bei uns so bei der Stadt, dass wir auch Schilder haben und so hat alle, was ja auch alles als Mod gibt. Das könnte man rein Tisch hier so zwischenlagern und dann kann man es hier im Prinzip abholen. Dieses ist soweit fertig mit dem Grundgerüst. Was wir, ob wir jetzt hier noch Fenster reinmachen, weiß ich jetzt im Stand noch nicht, aber ich denke eher weniger. Ist einfach ein Hinterhof, so als kleines Dings gedacht. Mir persönlich, wenn ich jetzt ehrlich, gefällt das schon. Dieses ist natürlich kein Nachbau, das ist wirklich frei erfunden, möchte ich gleich dazu sagen. Das ist also jetzt nicht irgendwo jetzt von irgendeinem abkopiert oder sonstiges, sondern wirklich rein frei erfunden. Wir haben jetzt auch schon mal gemacht, die Innenräume sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben die Regale noch fertig gemacht. Gestern haben wir schon mal ein bisschen welche platziert. Hier ist ein Büro, hier ist eben eins, wo im Prinzip, wie es bei uns auch ist, eben, aber das wird sehr schnell zu klein sein, das müssen wir noch vergrößern, möchte ich gleich jetzt noch am Anfang dazu sagen, bevor irgendwelche sagen, wie, oh, das ist aber arg klein. Ja, da habe ich die Größe noch nicht ganz angepasst, also es wird definitiv noch höher gemacht und sehr schön noch ein bisschen länger, muss ich aber gucken. Was muss die tief, denke ich, noch ein bisschen, die Maßen müssen hier noch angepasst werden. Aber so könnte es dann aussehen. Ob dann überhaupt hier drei Tische hinpassen, das weiß ich noch nicht. Aber es ist erstmal ein Grundprinzip. Hier geht es dann nochmal hoch so eine Treppe. Hier kommt der Müll dann auch nochmal. Ja, ein, zwei Tische hinkommen. Dann gehen wir in unser nächsten Gebäude. Wie ihr seht, haben wir auch schon die Regale angebaut. Haben wir dann hier nochmal so ein Punkt, wo wir, drehen wir uns mal auch nochmal hinbauen werden. Na, das wollten wir jetzt nicht, wir wollten das hier. Und werden hier auch dann nochmal Schreibtische hier an der Seite hinsetzen. Das ist so jetzt der innerliche Gedanke. Natürlich, liebe Zuschauer, werde ich auch hier noch ein bisschen, bisschen Werbung reinmachen. Wie manche auch wissen, bin ich auch selbstständig. Da werde ich mal so meine eigene Werbung hier noch ein bisschen mit reinmachen. Ob wir es jetzt hier reinmachen oder hier, weiß ich noch nicht. Jedenfalls werde ich das, ist in Planung, werden wir das machen. Hier haben wir dann rein theoretisch, wird dann später auf meine Karte, die ich später irgendwann bauen werde, wir sollen mal gucken, wird auch dann übrigens, wenn dann überhaupt auch eine frei erfundene Karte, weil ich lebe ja im Saarland, liebe Zuschauer, und da wo ich lebe, ist es zwar eine Mittelstadt, aber man fährt im Prinzip wirklich von einer Mittelstadt in den nächsten Dorf und von dem Dorf fährt man gleich zum nächsten. Im Prinzip dafür kann man gar nicht sagen, eigentlich ist, da wo ich lebe, es gibt jedenfalls keine Felder oder sonstiges, deswegen wollen wir eine frei erfundene machen. Oder wir werden, so wie es bei uns hier in Völklingen auch ist, mit Autobahnen, dass man vielleicht dann stimmt mit Autobahn fahren muss. Aber das weiß ich alles noch nicht, aber das ist alles eine andere Geschichte. Jedenfalls sind wir erstmal hierbei mit diesem Gebäude.
Hier kann man natürlich dann auch noch was unterstellen. Das ist also keine Garage hier, sondern weil wir ja hier noch ein Gebäude angebaut haben, kann man hier noch irgendwas unterstellen. Sehr wahrscheinlich werden wir, ja, ob wir da jetzt noch ein Fenster hinbauen, weiß ich noch nicht. Ist erstmal das Grundprinzip, so von Objekt her. Hier werden wir dann auch vielleicht noch Kundenparkplätze hinmachen, dass man hier nochmal, ja, vielleicht machen wir irgendwie so Streifen oder so. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, werde ich nachher mal gucken. Und dann werden wir hier noch ein paar Streifen hinsetzen und dann werden wir hier vielleicht auch noch Kundenparkplätze hinbauen. Das ist jetzt erstmal von dieser Sache. So, jetzt haben wir, und das muss ich jetzt eben gucken, haben wir das Problem, dass die Tische doch sehr, sehr, sehr klein sein werden. Also wenn ich mir das so angucke, glaube, die Regale sind so gut, also hier kann man auch gut reingehen. Also dies ist eigentlich, ich denke, das wird definitiv funktionieren. Das wird nicht zu eng sein, also das wird passen in die Schreibtische. Liebe Zuschauer, die gefallen mir doch nicht. Theoretisch. Weil das Problem hier ist, bin ich auch ganz ehrlich, man kann es nicht ganz einschätzen. Also wir haben hier eine Höhe von 1 Meter. Gut, ich so überlege. Wir haben ja auch nicht gerade Riesentische. Ah. Liebe Zuschauer, das ist jetzt die Frage. Weil eigentlich hatte ich mir überlegt, wenn hier so die Besprechungsdinger sind, wollte ich eigentlich hier noch so eine Zwischenwand, mal so überlegen, hier noch so eine kleine Zwischenwand, dann hier noch zwei Stühle. Aber du siehst hier, liebe Zuschauer, da haben wir schon mal gar nicht mehr aufgepasst. Weil das würde schon da gar nicht mehr gehen. Aber zu dicht an der Mauer. Zu dicht da dran. Ah. Also ihr merkt, liebe Zuschauer, es ist nicht gerade einfach. Machen wir mal kurz anders. Wir gehen mal eben kurz in Büro. Übrigens, manche fragen sich jetzt bestimmt auch, wieso ist es extra? Das habe ich absichtlich so gemacht. Jetzt werden wir aber mal eben hier einen kleinen Test machen. Gucken, ob das überhaupt so geht, wie ich es mir vorstelle. Werden wir jetzt mal eben dieses hier eben mal gucken. Man könnte rein theoretisch hier zwei Stühle, also es könnte vom Gedanken her passen. So, liebe Zuschauer, ja, auch hier haben wir jetzt ein bisschen die Einstellung geändert. Übrigens, liebe Zuschauer, der Billy, der ist übrigens bei mir auch verlinkt, hat auch Anfängervideos gemacht, die ich auch nur euch immer wieder empfehlen kann. Auch dieses könnt ihr euch mal anschauen. Der hat welches gemacht. Ich werde euch aber auch noch ein anderes Video verlinken, wo dort auch. Aufpassen, ja, es geht. Dieses hier erklärt wird, weil ich habe jetzt den Blender 8.0. Ja, genau. Und da ist auch einer, muss ich sagen, der macht super, der erklärt es auch super. Erklärt es auch hinterher mit Grafik und was ich werde alle. Also werde ich auch verlinken, könnt euch auch dann gerne mal reingucken. Der macht es auch sehr gut. Haben
bei 1, machen wir mal 1,5, nein, 1,2. Also so könnte es dann aussehen. Hätten wir eine Zwischenwand. Hier läuft man vorbei. Ja, ich glaube, das könnte. Wir könnten auch rein theoretisch. Wir könnten auch rein theoretisch das so machen, dass wir dieses hier zum Beispiel verlängern und untersetzen die. So machen wir das, liebe Zuschauer. Wir machen das so. Also wir werden jetzt das hier so lassen, wie das dort ist. Jetzt werden wir hier noch eins hier. Ich hatte gerade natürlich nicht mit Kombination gemacht. Machen wir wieder G, X, E, Z. So, jetzt müssen wir was machen. 0,001. Korrekt. So, da haben wir einen Meter noch was. Dann machen wir hier hin. Wir müssen das sagen. Wir brauchen jetzt, das ist mit E. Ich vergesse immer das Minus. 1,2, genau. Ja. Wir können aber auch hier rein theoretisch jetzt. Vielleicht noch gar nicht so verkehrt aus. Wie sieht es denn hier mit Fenster aus? Wir könnten dieses doch E minus. Na, brauchen wir mehr. 1, 3 ist auch nicht. Nein, wir brauchen 2,5. Ja, 2,5. So, dann hätten wir dort schon mal. Dann machen wir das hier auch nochmal mit 2,5. War E minus 2,5. Perfekt. Könnten wir eigentlich hier auch, dann sieht man das Regal nicht vom Fenster aus und hier das zumachen. So machen wir das auch. Wir machen jetzt dieses eben dicht. 2. Achso, jetzt bin ich wieder zu weit. Genau, liebe Zuschauer. Auch das ist GY minus 0,009. Haben wir 2 Meter. Passt. So. Jetzt ziehen wir dieses wieder hoch mit 2. Nein, liebe Zuschauer. Ja, auch wie ihr merkt, ich bin manchmal auch zu schnell. Übrigens, dieses Gebäude, ich habe gestern ein Video, das erste schon veröffentlicht, das habe ich bis heute Nacht gemacht. Also es, hier gehen Stunden drauf und es macht Spaß, sage ich ganz klar, aber man merkt gar nicht, wie die Zeit rennt. Das ist wirklich Wahnsinn, liebe Zuschauer, wie hier die Zeit wegrasselt. So, machen wir dieses hier. Achso, jetzt kann man das nicht machen. Das müssen wir mal deswegen überlegen. Wir nehmen dieses. Und wir brauchen dieses. Und machen. Genau, machen dieses zu. Wir brauchen das hier. Wir brauchen das. Machen dieses. Da macht er mir jetzt dazu schief. Nein, liebe Zuschauer, das ist doch wieder. Ach so, ja, genau. Also, wir brauchen. Doch, das ist eigentlich. War das richtig? Der macht mir das unten immer wieder. Das gefällt mir nicht. Müssen wir rein theoretisch, wenn ich das jetzt hier ummache. Achso. Dann war das Problem. War das Problem.
Das denn los, wenn wir. Ist ja klar, ihr macht ja auch das alles. Kriegen wir das echt nicht zu? Oder wir machen. Gucken, erstmal tun mal, liebe Zuschauer, speichern. Sicher ist sicher. Entfernen, erstmal nur Fläche. Fläche nur. Und dann hätten wir die Kanten. Ich will nur die Kante. Die Kante, da müsste das hier jetzt rein theoretisch. Funktionieren. Aber ich zum Beispiel nur die Fläche. Nur die Fläche. Dann haben wir jetzt hier die Kante, nur die Kante. Nur die Kante. Dann gehen wir jetzt hier hin. Machen so, machen das zu, gehen wir hier nochmal hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Ja, liebe Zuschauer, warum macht er das so schief? Er macht dort das schief. Warum? Ja. Das sieht man jetzt später nicht. Ich muss hier selber dann später nochmal schauen, woran das liegt, dass ich hier Probleme kriege. So, jetzt kommen wir natürlich hier unten drunter nicht dran, hinter nicht dran. Machen wir so. Gut. Dann hätten wir aber dieses Zoom, man sieht dieses Regal nicht. Wir haben die drei Fenster, sowas haben wir. So. Oder wir lassen, könnten aber auch rein theoretisch, liebe Zuschauer. Könnten das aber auch anders machen. Ne, wir machen es alle, liebe Zuschauer, wenn das anders. Wir gehen jetzt hier hin, machen STGZ. Wir haben hier vorhin gespeichert, machen wir dieses jetzt einfach mal rückgängig. Liebe Zuschauer, wenn ihr meine Taste jetzt gerade Tastatur gerade nebenbei hört, dann liegt es daran, dass ich jetzt gerade hier das rückgängig mache. Und das können wir jetzt, wie es aussieht, nicht rückgängig machen. Doch können wir. Wir gehen nochmal hin, tun dieses hier nochmal öffnen, wollen es jetzt nicht speichern. Ja, ich habe hier auch eine Testversion mit drauf. So, wir lassen dieses so. Und werden dann später dieses Regal hier entfernen. So machen wir das, dann haben wir hier im Prinzip unsere Empfang oder unsere kleine Hotline. So, liebe Zuschauer, das war dieser Punkt. Jetzt werden wir mal eben überlegen, wir könnten rein theoretisch. Dieses abgeschlossen. Wir haben das hier, wir haben das. Werden wir jetzt hingehen? Erstmal auf Elite. Wir gehen erstmal vorsichtshalber wie immer speichern, bevor man die Vers macht. Wir brauchen unsere Schilder.
Da haben wir unsere Schilder, gehen wir auf Tiermodus, nehmen uns dieses Schild, haben einmal die Hauptfläche angeklickt, drücken L, machen Shift E, dann haben wir das kopiert. Und ja, entschuldigt mich, liebe Zuschauer. Also das war jetzt hier dientief keine Absicht. Und setzen das hier vernünftig an. Oh, ich bin ein bisschen noch erkältet, aber werde morgen erstmal wieder arbeiten. Trotz Erkältung. Liebe Zuschauer, auch wenn ihr jetzt welche jetzt gleich schreien. Nein, ich habe nicht den Coronavirus, wie der dämliche Virus da heißt. Das ist für mich persönlich Angstmacherei und Panikmacherei. Nur als kleiner Tipp. Wie gesagt, ich habe diesen Virus nicht in mich, jedenfalls noch nicht. Vielleicht, ja. Wenn irgendeiner mal in Italien war und mich besuchen würde. So, hier haben wir unseren Schild. Weil ein bisschen will ich hier doch hier auch haben. Machen wir ungefähr so. Und dann gehen wir jetzt hin, machen wieder Shift-D, kopieren wir uns das Ganze. Machen wir hier noch ungefähr so hin. Ja, eins können wir noch. Das sieht dann gar nicht so schlecht aus. Shift-D, Enter. Zack. Und hier so. Ja. Ach, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich bin ganz ehrlich, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dafür, dass ich wirklich schon mal ein kompletter Anfänger bin. So, machen dieses gleiche Spielchen nochmal und werden mal kommen, setzen wir uns jetzt hier noch hin. Das könnten wir rein theoretisch. Machen wir nochmal. SUV. Aber dieses werden wir uns jetzt hier ein bisschen lang ziehen. Wenn wir das hier nochmal ein bisschen kürzer machen. Ja, normalerweise kann man es, macht man es natürlich nicht mit der Maus. Liebe Zuschauer, man kann das natürlich auch mit Tastenkombination machen, was ich normalerweise auch mache. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal dieses hier fertig machen und einfach mal gucken, wie es aussieht. Auch dieses sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mache wieder L. Schieben wir das Ganze noch ein bisschen nach hier hin. So, machen das, kopieren uns das nochmal und schieben mal ein bisschen nach hier so hin. Ja. Noch eins machen wir hin. So. Dann hätten wir das. Dann könnten wir eigentlich. Das ist natürlich arg lang gezogen, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben ja hier die Reihe. Da könnten wir eigentlich. Wir haben jetzt da überall. Dann lasst das da mal, liebe Zuschauer. Man soll auch hier das Büro mal klein, das Bildchen bekommen. Machen wir hier nochmal so. So sieht das jetzt so aus. Ja, liebe Zuschauer, das ist dann, wenn man wieder nicht aufpasst. Man sollte auch komplett machen. So, jetzt haben wir es. Enter. Ja.
Das ist jetzt auch nicht. Datei speichern. So, liebe Zuschauer, wie ihr seht, diese Kleinigkeit, die ich jetzt gemacht habe, sind schon wieder 25 Minuten vergangen, nur allein das zu machen. Ich werde natürlich weiterbauen, ich werde ja noch ein paar Kleinigkeiten machen. Noch ein paar Videos muss ich selber auch mehr, ehrlich gesagt, noch reingucken. Zum Beispiel mit Lichtschalter und überhaupt so ein paar Feinarbeiten noch dann machen, Fenster alle noch machen. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir einen Kommentar oder so. Oder ihr habt noch Ideen, wo ihr sagt, könnte man nicht das und das noch machen? Oder weiß ich nicht, ein anderes Gebäude. Also das verdient die für Bauhof. Und dieses werden wir dann nennen, auch Bauhof SABD oder Bauhof Sabund. Das war's für heute. Würde mich natürlich wie immer über ein Däumchen freuen. Bis dahin. Und übrigens, Leute, vergisst nicht, wir haben auch ein Projekt. Auch dieses Projekt wird heute Abend wieder stattfinden. Videos wird heute um 17 Uhr noch eins wieder veröffentlicht. Schaut euch das auch an. Macht dort ein Däumchen. Wollt ihr euch dort bewerben? Könnt ihr es auch, die TS-Daten werde ich dann auch ab morgen, vielmehr ab Mittwoch, dann mit rein verlinken für Bewerbung. Und wünsche euch bis dahin noch alles Gute, einen schönen Sonntag und man hört sich.